Herzlich willkommen zurück zu Ace Arena Cyber Evolve mit Airesu. Ich bin Airesu. Gerade eben habt ihr mein wunderschönes neues Intro gesehen. Yay. Sage ich jetzt in jeder Reihe einmal an. Mal sehen, ich habe alles zwei Matches gewinnt, Mission hier. In dieser Folge ist Ranked Mode angesagt. Ich bezweifle, dass ich überhaupt... Oh! Das sind aber relativ viele Leute gerade. Ich habe eigentlich bezweifelt, dass ich genug Leute finde für ein Ranked, aber eventuell geht's ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall ungefähr eine Minute hier warten. Wenn da nichts kommt, schalte ich euch auf Pause und warte noch 9 weitere Minuten. Insgesamt also 10 Minuten Wartezeit habe ich eingeplant. Und wenn da nichts ist, dann mache ich einfach normale Runden. Da habe ich dann Bots eben. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Folgen machen. Ah, da sind gerade welche verschwunden. Die spielen gerade. Vielleicht ist das auch der Grund, warum so wenig da sind. Vielleicht sind ja total viele aktiv, aber die meisten spielen eben auf einem höheren Rang als ich. Ich meine, ich bin ja nur Level 6. Kann ich hier die Leute an mir angucken? Oh, Steam-Profil mache ich damit auch. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht. Ich mache auf jeden Fall mal zu. Wie kriege ich das jetzt weg? Verdammtes Team. Weg. So. Ja, das ist... Oh. Das ging... Ah, okay. Auch im Ranked kämpft man mit Bots. Wir nehmen wieder unseren lieben alten Sentinel. Und starten direkt. Ready. Ich habe kürzlich nachgeguckt, was das mit den Spezialmissionen auf sich hat, die man sich kaufen kann. Das sind einfach leichtere Missionen, mit denen man die kostenlose Währung bekommen kann. Ich habe das Gefühl, das sieht etwas anders aus als sonst. Mal sehen, vielleicht bekommen wir hier sogar bessere Bots. Das wäre doch auch was Schönes. Nee, der Negotiator verhält sich zumindest genauso wie sonst. Oh Gott. FPS-Einbruch, gar nicht schön. Ich überrasche mich gerade jetzt. Oh Gott, jetzt, das war... Ja, da wurde ich von jemand anderem überrascht. Aber ich habe wieder eine ganze Weile nicht gespielt, deswegen sind ein paar Fails zulässig. Solange es nicht zu viele werden. So oft wie der Negotiator zum Beispiel darf ich nicht failen. Der müsste jetzt gerade all seine Ports verbraucht haben, alle 4. Da habe ich zu früh losgelassen, ich wollte eigentlich zu Vengeful Star passen. Ach verdammt, die hat verfehlt. Aber nee, ein langer Pass wurde es auch nicht mehr. Na, ich spiele heute relativ gut, ne? Also im Gegensatz zu sonst. Nimm. Yay! Gut, ich war daran jetzt nicht so wirklich doll beteiligt. Aber es war mein Team, ich darf lachen. Was zum... Okay, der hat jetzt ziemlich gefailt. Hätte der auf mein Tor geschossen, hätte ich es nicht gehalten.
Yay, 3-1. Wunderbar, das spielt euch gut. Aber ich find's komisch, dass sie tatsächlich in einem Ranked mit Bots auffüllen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen in Panik geraten, deswegen war das kein Pass. Krieg ich das? Yay! In diesem Fall ist es aber das Wichtigere, dass die es nicht kriegen. Ich hatte ja noch zwei. Oh Gott, jetzt habe ich den Feind für... habe ich unseren für den Feind gehalten, so. Nein. Was zum... Ach, unsere hat den abgelockt, sehr gut. Oh, das war knapp. Da kam mir das Event gerade zu Hilfe, das auf einmal in die andere Richtung geweht hat. Na los, macht sie fertig. Oh nein. Sehr gut. Ach verdammt, ich hab das jetzt schon mehrmals in dieser Runde versucht, den Leuten einfach den Weg zu blockieren, wenn sie am... Oh Gott. Da war ich jetzt zu langsam. Okay, ich verzögere das Ganze jetzt ein bisschen. Nur zur Sicherheit. Oh Gott. Oh Gott. Da habe ich gerade ziemlich gefällt. Zum Glück hat der es nicht besser gemacht. 40 Sekunden muss ich durchhalten. Ja, schön weiter bedrängen. Oh Gott. Ja, das wird mein dritter Win. Yay. Und mein erster Ranked League. Also zumindest sieht es noch so aus. Sehr gut. Und das wäre sogar noch ein weiteres Tor gewesen. Wäre es nur eine halbe Sekunde länger gegangen, das Spiel. Ist doch schön. Damit habe ich auch wieder einen Levelaufstieg und jetzt bekomme ich Ranked-Punkte. Yay. Oh, 3 Matches gewonnen. Dafür wieder ein bisschen Geld bekommt. Das ist schön. Hier bekommen wir die neue Truhe. Das ist auch schön. Mal sehen, was denn ist. Und hier haben wir Cyberbugs 190. Ja, nicht schlecht. Und ein neues Emblem. So. Gut, dann machen wir einfach direkt das nächste, ne? Direkt nochmal auf Play. Und ich zeige jetzt zur Sicherheit nochmal hier die Spezialmission. Hier. Die sind einfach bloß relativ leicht zu gewinnen und geben dafür relativ viele Cyberbugs. Aber ja, das war es eben auch. Das heißt, es ist einfach nur so, dass man sich hier über Umwege dann mit Echtgeld Cyberbugs kaufen kann. Was kein großes Problem ist, da man mit diesen Cyberbugs ja auch nichts bekommt, was man nicht sowieso mit Echtgeld bekäme. Zum Beispiel eben die Renner, die man eben auch wieder freischalten kann. Also, alles in Ordnung. Kein Pay-to-Win-Alarm. Hier haben wir XP-Booster, die bringen mir auch im Prinzip nicht so viel. Oh, das hier, und... Oh, verdammt, das hätte ich... Ah, ne, Moment, ich kann ja jetzt noch schnell kaufen. Ich habe ja jetzt die Möglichkeit, mir ein neues Implantat einzulegen.
Dann nehmen wir Grab Range. Ja, ich bin standardmäßig Torwart, das heißt, auch wenn es ziemlich viel kostet, nehmen wir das. Hoppala. So, jetzt ist beides drin. Und dann starten wir. Mal sehen, wie weit meine Range jetzt ist. Wahrscheinlich nicht so weit, aber ich erwarte schon einen merklichen Unterschied. We've got a great lineup of top runners doing battle for your entertainment tonight, folks. Sit tight, try to relax, and enjoy the show. Ja, das sieht größer aus. Wahrscheinlich total subjektiv, also einfach nur geschätzt. Ja, da musste ich jetzt einfach wegschießen. Und los. Na. Da war ich jetzt etwas fahrlässig. Jetzt musste Benchful Star als Verteidiger auftreten. Oh Gott, Fehlpass. Und wieder ein Fehlpass. Ah, klasse, Ball abgejagt, nur um ihn direkt wieder zurückzugeben. Was ist denn da los? Mensch, ist genau nicht. Eben war ich doch noch besser. Da wollte ich jetzt einfach nur, dass er weg ist. Der Negotiator hat daraus einen Vorteil für uns gemacht, indem er sinnlos geportet hat. Schon wieder. Sehr schön. Wir haben gut bedrängt. Entschuldigung, bedrängt. Und ich behaupte mal einfach, es liegt an der höchsten Grab Range. Ich guck mal, ob ich... Oh Gott, ich guck's doch nicht. Ich wollte gucken, ob ich mehr als 3 Ladungen halten kann von meiner ultimativen Fähigkeit hier. Aber das war mir dann jetzt doch etwas zu riskant. Oh Gott. Was zum... Uiuiui. Nein! Oh, zu langsam. Zu langsam. Jetzt können Fehlschüsse fatal sein, weil auf einmal die Wände reflektieren. Aber sehr gut, wir halten uns genauso gut wie die anderen. Oh Gott, oh Gott. Nein! Oh, was machst du denn, Rex? Das war das Einzige, was er nicht hätte tun dürfen. Direkt zur Frostkönigin zu schießen. Okay, der hat seinen Fehler wieder gut gemacht. Oh Gott. Was? Ich weiß nicht, ob Rex gerade einen Fehler gemacht hat oder ob der... wenn Full Star hier gut gespielt hat. Sehr schön. Rex Wrecker hat so eine absolut schöne Fähigkeit,
mit der er den, die Disc einfach aus der Hand des Torwarts ins Tor schleudern kann. Ich sollte vielleicht auch mal die Empfindlichkeit meiner Maus höher stellen. Die ist ein klein bisschen träge für dieses Spiel. Oh Gott. Ja, Entschuldigung. Mein Fehler. Ah, wieder mein Fehler. Oh. Ah, verdammt. Nein, nein, nein. Ah, so langsam. Wir haben nur noch circa eine halbe Minute, um schnell ein Tor zu machen. Sonst zählt das Goldene. Sehr gut gemacht, Rex. Ich habe nur noch eine Wand. Okay, die haben etwas gefailt. Gut, die failen dann noch ein bisschen weiter rum, dann kann ich das hier schnell einsammeln. Das ist unser Benchful Star, der hier rumfällt, das ist gar nicht schön. Der versucht wahrscheinlich gerade das Tor anzusteuern und kann es nicht, weil da auf dem kürzesten Weg was im Weg ist, nämlich das Tor selbst. Nein! Okay, wieder Punktabzug. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich auf unter 1000 oder über 1000 lande. Wenn ich auf über 1000 lande, dann ist das Spiel relativ vergeben. Dann steigt man auch auf, wenn man weniger gewinnt als verliert. Wieder mal Cyberbugs. Gut, und... ja, okay. Selbst wenn ich, sagen wir, nur jedes zweite Spiel gewinne, steige ich konstant auf, theoretisch. So sollte es bei Elo nämlich auch sein. Man sollte nämlich so gematcht werden, dass man mit Gleichstarken kämpft. Oder in diesem Falle spielt. Und deswegen gewinnt man eben nur in 50% der Fälle. Deswegen pegelt sich das immer ein. Und wenn man zu hoch kommt, dann verliert man eben öfter. Dann bleibt, dann kommt man wieder ein klein bisschen runter. So. Ich habe noch 800 Cyberbugs. Das sind etwas wenig. Aber hier noch. Interceptor, Striker und Support, das spiele ich alles standardmäßig gar nicht. So, jetzt haben wir das hier standardmäßig dran. Ab Level 8 bekomme ich noch was. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie lange bis Level 8... Oh, Moment mal, ist der hier neu? Der kommt mir unbekannt vor. Hm. Vielleicht sehen wir dann ja sogar. Hier, 6300 im Vergleich. 4500 ist der, sind die anderen teuren. Okay, eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Das kommt einem nur so viel vor, weil, ja, es so wenig sind gerade. Und da ist der 6300er natürlich quasi herausragend. Hoppala, nein, den will ich doch gar nicht. Wisst ihr was? Ich nehme mal den Negotiator in der letzten Runde für heute. Warum merkt er sich das nicht? Er sollte sich das bitte merken. Vielleicht kriege ich es ja heute mal hin, diesen Dash anzuwenden. Ich glaube, ich muss den benutzen, während der Disc frei ist.
We've got a great lineup of top runners to a battle for your entertainment tonight, folks. So sit tight, try to relax, and enjoy the show. Ja, was ich eben gesagt habe, ich glaube, man muss die Disc treffen, wenn sie frei ist, damit man diesen Dash machen kann. Und ich habe es jetzt natürlich nicht gemacht. Das war, um es spannend zu gestalten, natürlich. Ist ja langweilig, wenn wir von Anfang an in Führung sind. Geh weg. Oh, Bodyblock funktioniert erstaunlich gut. Oh, das war jetzt riskant. Nimm. Das war geplant. Diesen kurzen Schuss über Bande mache ich gerne. Den kriege ich nämlich einigermaßen hin. Und der sieht in meinen Augen halbwegs professionell aus. Oh, jetzt bin ich gerade in Panik geraten. Ich dachte eben, ich hätte einen Feind zugespielt. Zum Teufel. Achso, das war nicht Venture Stars Schuld, das hat Vex Wrecker gemacht. Der hat seine Fähigkeit benutzt, um den Ball aus der Hand zu schlagen. Ah, das lief nicht schlecht. Was? Was hat da jetzt passiert? Achso, der andere Negotiator war in der Spielmitte und hat sich weggeportet, deswegen haben die... Ich habe nicht gesehen, deswegen kam es mir etwas komisch vor, wie die sich verhalten haben. Ich habe nur noch zwei Ports. Nein. Oh! Verdammt. Der Port hätte in diesem Fall aber auch nichts gebracht, da wäre ich zu spät angekommen. Ich brauche meine Ladung. Fliegen gerade keine rum. Ah doch, da hinten im Feindgebiet. Wie unmöglich. Oh, sehr schön. Sehr geradlinig. Ja. Und gut, Königin. Und... Meins. Ach, verdammt. Nein! Wir bleiben gerade konstant eins im Rückstand. Da habe ich gerade mit dem kurzen Pass gerechnet. Und hier kam uns das Event gerade in die Quere. Ja gut, wenn Venture da... Ne, macht er nicht. Sie nicht. Und so, jetzt haben wir wieder einen Teleport. Ne? Oh verdammt! Das war jetzt nicht geplant. Das sollte eigentlich ein ganz normaler Pass werden, keiner überbande. Ich befürchte, das wird eine Niederlage. Es sei denn, meine Mitstreiter verhalten sich jetzt echt profimäßig, um mich auszugleichen. Ja,
zum... Nein, 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 nein. Gut, machen sie überhaupt nicht. Warum passt der zu mir? Der hatte noch reichlich Zeit. Die... Verdammt nochmal. Die sieht aber auch überhaupt nicht weiblich aus. Die sieht aus wie Israel. Sehr gut. Und wir haben noch 27 Sekunden, um den Ball abzujagen. Und... Moment mal. Nee, doch nicht. Das schaffen wir nicht. Ja, okay, ich streng mich gerade auch nicht mehr wirklich an. Den hätte ich wahrscheinlich abhalten können, hätte ich mich noch konzentriert. So. Okay. Lief nicht gut. Ich bin jetzt wieder bei fast 1000, nehme ich an. Ja, aber da war auch in den Rankings nicht auf richtige Spieler treffen. Werde ich jetzt in den nächsten Folgen mal ausprobieren, mal einen Stürmer oder Support zu spielen. Und ansonsten werde ich die Reihe wahrscheinlich bald beenden. Ist ja auch doof, wenn man das so alleine spielt. Ich werde dann ab und zu noch reingucken. Also ich beende die Reihe als aktive Reihe, aber ich liefere ab und zu meine Folge nach, wenn ich wieder Lust auf das Spiel hatte. Aber es sind tatsächlich Leute da, also... Das sollte zumindest genug sein für ein Team. Oder für zwei Teams. Na, okay. Dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielleicht auch in einer anderen Reihe. Wie gesagt, die hier endet bald als aktive. Dann kommt vielleicht alle paar Monate mal ein paar Folgen. Na, wir sehen uns. Lebt wohl, hinterlasst Kommentare.